Ja, willkommen hier zurück zu Empyreon und ja, heute in der Folge will ich mir mal nebenan das Wrack von diesem Schiff ansehen, was hier um die Ecke liegt. Ja, und zuerst muss ich aber doch mal was machen, weil ich habe noch eine Menge Zeugs einstecken, was ich rausgenommen hatte. Ja, weil ich ein bisschen offscreen gebaut hatte, verpasst habt ihr in der Hinsicht erstmal nix. Das kann ich euch mit ruhigem Gewissen sagen. Ja, meine Nahrungsmittel waren knapp. Ansonsten, naja, nichts Wildes halt. Ein paar Vorbereitungen getroffen halt hier für die Folgen und ja. Bodenladen ins große Schiff geladen und hier habe ich mal einen anderen aus dem Workshop getestet. Den habe ich aber leicht modifiziert mit einer Bohrlafette hinten und Bohren vorn. Ja, den gucken wir uns später nochmal an. Da habe ich auch einen großen Schiff. Und wir nehmen jetzt den Dominator MK2, den ich ja im Workshop gebaut hatte, oder der im Workshop ist. Dann habe ich ja gleich mit geupdatet mit den Munitionskisten und hier hinten Wireless-Verbindung und was hat man noch? Eine Lagercontainer-Erweiterung, glaube ich, noch. Genau. Weil dann hatte ich noch nicht geupdatet von Workshop. Das habe ich gleich mit übernommen. Ja, wir nehmen jetzt das gute Stück. Und dann schauen wir uns mal das Wrack an. Ich hoffe, wir passen hier durch. Kann das sein, dass ich die Türen zu klein gewählt habe? Oder bin ich zu blöd zum Fahren? Ich würde mal eher auf Erstere schätzen. Aber der müsste doch hier durchpassen. Das ist ja schon wieder Götterstadt. Ich versuche das mal ein Stück nach links und dann nach unten. Du musst ja durchpassen. Sag ich doch, ich bin bloß zu blöd zum Fahren. So. Ja. Ich habe hier, wie gesagt, das Flugfeld mal ausgebaut ein bisschen. Das andere große Schiff umgeparkt. Das hier, das ein bisschen ordentlicher aussieht. Ja, das war auch schon das Einzige, was ich aufs Screen gemacht habe. Das wäre dann für eine Folge zu langweilig geworden. Zum Stream bin ich ja leider nie gekommen. So, jetzt muss ich mal kurz aussteigen nochmal. Die Ressourcen wieder hier reinpacken, weil unsere Reparaturstation das große Schiff heißt, das mal ein bisschen lediert sein sollte. So, zack. Hätte durchwarten sollen bis Tag ist, aber naja. Der Rampe muss ich mir noch was einfallen lassen. Es funktioniert noch nicht so, wie ich will. Das muss ich mal umdingsen noch. Und die funktioniert nämlich genau nicht so, wie sie soll. Na, das muss ich noch mal tun. So, da vorne ist auch schon unser begehrtes Ziel.
werde aber vorsorglich lieber mal entsprechend was tun. Artillerie braucht nicht auf das schießen. Das andere lassen wir mal. Schießt er schon? Aber ich kann die. Ja, ich lasse mal alles an, was er ist. Wieso wackst du jetzt hier rum? So. Habe ich überhaupt Munition mit? Nein, habe ich nicht. Das ist schlecht. Habe ich hier noch. Verdammt. Aber hier habe ich Munition. Okay, aber wohin immer die Welt? Schauen wir uns mal das Wrack hier an. Aber ich denke mal, dass man hier nicht Interessantes finden werden, groß. Und bei den Dingern hält sich der Loot meistens in Grenzen. Geht's noch runter zu der Kiste? Ist dort gar nicht weh, wie erwartet. Na gut, das ist auch schnell, etwas zu essen ist immer gut. Ein bisschen Medizin. Geht's nicht weiter. Es ist auch sehr dunkel. Ein schönes Heck. Sehr viel scheint es nicht zu geben. Ich versuche mal. Kann ich das? Okay, das geht nicht. Das beantwortet meine Frage. Dann müsste ich mit dem großen, also mit dem Bodenkleider irgendwo ein Loch dort reinschießen. Irgendwie bin ich heute mit dieser Einsicht nicht zufrieden. Nachtsicht ist zu hell. Das ist fast zu dunkel hier. Ich wette, wenn man jetzt hier buddelt, findet man noch ein bisschen was, aber ehrlich gesagt, das würde etwas lange dauern. Hier muss es dann woanders hingehen, das Ding ist so viel größer. Muss ich doch mal auf Nachtsicht gehen, sonst falle ich irgendwo rein. Wenigstens hier wäre es ein Reinfall gewesen. Aber so richtig findet man ja nichts. Bestimmt noch was verbuddelt an Loot. Oder ob sich das dann lohnt hier. Hier, guck mal, hier geht's weiter. Das sieht doch schon besser aus. Das ist schon wieder nicht mehr. Hier geht's runter. Gehen wir mal gucken.
sind wir wieder hier, ha? Diese Tür. Ah, guck ein. Was zu essen. Vorbei, ein bisschen Medi. Ich würde mal was anderes interessieren. Bier hier. Ja, das klauen wir mal raus. Ganze eins. 116 da drin, mal gucken, ob wir die noch rauskriegen. Ne, kriegst du nicht mehr raus, okay. Jetzt ist die da schon wieder nicht mehr. Und lass mich reiten, wir kommen jetzt dort nicht mehr hoch. Wo waren wir? Rein theoretisch müsste es doch hier auch irgendwo runter gehen. Lohnt sich nicht mal zu reparieren, die Kiste. Das ist ja also auch so eine Sache, weil irgendwie funktioniert das mit den Kerntauschen hier. Kaltes Zeug, naja. Ein bisschen was kommt zusammen, aber wenn man hier extra irgendwo hinfliegt, deswegen lohnt sich das Ganze nicht wirklich. Gut, ja. Das ist ein Treibstoff. Gucken wir mal, wie viel wir hier davon rauskriegen. Naja, besser als nicht. Ansonsten geht es hier auch schon nicht weiter. Dort oben, die habe ich noch nicht vergessen. Das ist nicht. Das macht aber. Wo es hier lang geht. Hier waren wir. Ich glaube noch nie. Ich will nicht die Kiste zu reparieren, die ist zu kaputt. Da liegt ja irgendwo noch der Bug rum. Ja, auf dem Beutel habe ich jetzt keine Lust. Hier ist der Ausgang. Da ist reingeguckt, ja genau. Ja, ich grabe jetzt nicht den Viertelplaneten wegen ein bisschen Loot um, das lohnt nicht. Das ist mein Schiff, möchte ich sagen. So, das kommt hier rein. Das behalte ich. Also drüben kann man die Ausrüstung tun. Energiepillen. Gleich verwurstet, so. Den Rest, den könnte ich. Ach nee, warte mal, das ging ja wieder nicht. Dann muss ich das auch mal umbauen. Von Workshop. Das habe ich natürlich vergessen beim Update. Hier kommt allgemeiner Loot rein. So.
Ja, okay, da sind wir auch schon durch mit dem Ding. Jetzt gucke ich mal, wie weit denn das andere Frackteil wäre. Ist dort hinten. So ganz schöne Stücke. Da schaue ich mir mal lieber eine Quest an, weil das ist sinnvoller. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.